willkommen zu einer weiteren Slime-Challenge. Ja! Yeah! Ich habe Elmas Glue. Wieso ist bei mir nichts drin? Hallo? Das ist meine Farbe! Und jetzt alles zusammen! Knüten! Hey Leute! Herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einer weiteren Slime-Challenge. Ja! Ja, bei uns ist wieder so ein bisschen der Slime-Trend ausgebrochen, würde ich ja, sagen. Ja, schon gut. Und wir machen heute eine sehr coole Challenge. Und die nennt sich Don't Choose the Wrong Box. Genau, Slime Edition. Da-da-da-da. Bedeutet, unser Kameramann, der wird uns hier gleich einiges an Slime und so weiter und an so fort. An Zutaten, genau. Wie auch immer reinpacken. Zusätzlich dürfen wir gleich halt die elementaren Slime-Zutaten benutzen. Da ist ein bisschen genau, schwer. Wir haben den weißen Klebstoff. Slime, wir haben wie immer Kontaktlinsenlösung und Kaisernatron und alles andere, was dazu kommt, das können wir uns gleich hier erspielen von Runde zu Runde. Yes, Sir! Und ich würde sagen, es geht direkt los, oder? Okay. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Mann, dann darfst du die Ach, die sind ja schon befüllt. Ui. Ja. Okay. Dann nehme ich einfach mal die goldene Mitte. Ja. Ich nehme dann die. Okay. 3, 2, 1, go. Yeah! Ich habe Elmas Glue in Gelb. Grün. Ja, ist okay. Ist okay. Geht, mal gucken, ne? Was wir noch so finden. Okay, ja. Gut. Dann machen wir die Augen zu und die nächste Runde wird für uns vorbereitet. Okay. Okay, ich glaube, wir dürfen wieder, ne? Ja. Gut, du hattest eben die Mitte. Mhm. Du hattest grüne Farbe. Ich hatte dies. Ich nehme jetzt das. Okay. Die Box. Dann nehme ich nochmal die Mitte. Okay, gut. Dann nehme ich mir die rüber. Ich hab Glitzer in Blau. Wieso ist bei mir nichts drin? Hallo? Ist das. Also, warum ist das denn für ein Betrug? Ich würde sagen, don't choose the wrong box. I chose the wrong box. Toll, Mann! Das ist aber ja unfair. Ich muss sagen, ich habe jetzt Blau und Gelb. Das passt nicht unbedingt super gut Doch, zusammen. Das ist gut. Ja? Ja. Also, ich habe nur eine Farbe. Also, bis jetzt wird es bei mir nur grün. Ich würde gerne Flieder haben, wenn das geht, oder pink. Stimmt, aber wir müssen ja alle Zutaten, die wir ziehen, auch verwenden. Ja, ich habe ja bis jetzt ja nur eine. Ja, gut, aber wenn du dann Flieder machen willst, wie Flieder und Grün zusammen, das wird bestimmt nicht so schön. Geht alles. Wir werden sehen. Okay, next round. Okay, wir dürfen Ellie. Okay. Jetzt darfst du als erstes entscheiden. Ja. Dann nehme ich jetzt links. Dann nehme ich jetzt die Mitte. Okay. Oh, ich habe schon was. Oh. Das ist wohl deine Lieblingsfarbe. Können wir das tauschen? Nee. Haha, guck mal. Aber das ist gar nicht lila. Ich dachte, dass es lila ist. Aber es ist blau-glitzer. Können wir das mal kurz vergessen? Es ist dunkelblau Glitzer, ne? Genau, das ist. Sollen wir tauschen? Das darf man nicht. Dann kriegen wir Ärger. Dann kriegen wir Ärger. Ja gut, also die Farbe ist mega schön, finde ich mit dem... Ich glaube auch so mit dem Grün könnte das so ein Türkis oder so werden bei dir, ne? Ja. Aber warum habe ich nicht die Mitte genommen? Okay, nächste Runde? Ja. Okay, dürfen wir? Okay, wir dürfen irgendwie. Warte, du bist echt ungeduldig. Ja, ich bin sehr ungeduldig. Ja. Ich nehme jetzt hier die ganz außen. Ich nehme die Mitte. Was ist das? Weiße Farbe. Weiße Farbe mit unserem weißen Kleber ergibt weiß. Aber vielleicht wird das richtig pastellig dann. Mann. Vielleicht wird das ein ganz pastelliger Türkiston bei dir. Ja, wer weiß. Wir können ja schon mal so ein bisschen mutmaßen, wie es aussehen könnte. Ja, ich hätte gerne Weil bei so mir, das Glitzer. Passt halt nicht so gut zusammen. Nee, aber ich hätte gerne. Aber du hast andere Farben. Aber jetzt gucke ich mal, was ich hier drin habe. Oh, ich habe nochmal Glitzer. Und oh, zwar ich sag gerade noch, ich möchte Glitzer. Ich glaube, bei mir könnte es so ein bisschen so ein ganz kunterbunter Slime werden, wenn so ein bisschen rot, gelb, blau Glitzer. Ah, wir werden sehen. Okay, dann würde ich sagen, wie viele Runden sollen wir noch machen? Noch eine, oder? So eine? Ja. Boah, jetzt kommt die letzte Slime-Zutat und es muss ich was richtig rechts. Cooles werden. Okay, du hast dich entschieden. Ich glaube, weil ich glaube, ich habe überhaupt schon recht? Ich weiß es nicht. Ich nehme jetzt hier die. Wieder kein Glitzer, aber... Ich habe Orange, Neon-Orange. Ich habe jetzt... Das sieht ja interessant aus. Das ist Rot-Glitzer. Aber gut. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe werden soll. Was ist das für eine coole Farbe, bitte? Ja, die ist cool, aber stell dir mal vor, mit Lila kombiniert. Besser geht's doch gar nicht. Color, ja. Ich nenne das Color. Du weißt schon, wie das ist, wenn man die aber vermischt, wird das bestimmt eine ganz furchtbare Farbe, oder? Das werden wir jetzt sehen. Ich würde sagen, wir werden sehen. Boxen runter. Boxen runter und dann kann es direkt losgehen. I'm ready. Okay, womit fangen wir an? Also, ich werde mir als erstes mal hier eine kleine Grundlage schaffen. Da mache ich das auch. Oh, so viel? Okay, nachdem wie viel Slime du machen möchtest. Vor allem weiß und dann mit meinem Weiß. Das kommt bestimmt gut. Viel hilft viel immer. Da kann man bei diesen ganzen Flaschen raus. Ja, so. Ist vielleicht auch schon ein bisschen eingetrocknet. Wir haben ja schon lange nicht geslimed.
Okay, jetzt mit was für einer Farbe beginnst du? Ich, ich glaube, ich fange mit Weiß an. Also. Okay, ich fange mit Lila an. Schön, Weiß auf Weiß. Dieser weiße Kleber, der verschluckt doch alles, oder? Obwohl, ja, sieht aber nice aus. Ja, aber wenn da, wie das riecht. Ich habe vergessen, wie das... Das riecht richtig nach Marzipan. Mhm, finde ich auch. Oder Marzipan, das war beim letzten Mal. Marzipan, Marzipan. Ich weiß nicht, wie das heißt. Marzipan. Marzipan. Du kannst noch so viel lernen. So, jetzt gucke ich mal. Das ist meine Farbe! Ja, aber noch ist es deine Farbe. Aber guck mal, was passiert, wenn ich das jetzt dazugebe. Ey, Colorblocking, mega. Ich muss jetzt mithalten. Das könnte. Obwohl, das wird so ein bisschen so ein warmes, so ein warmer Farbton jetzt. Das sieht nice aus. Ich packe jetzt auch was rein hier. Ordentlich. Oh. Wow, mir gefällt es gut. Damit hier jetzt mal was passiert und nicht nur weiß. Ich mache noch mehr von dem Orange rein, das wird richtig cool, das geht so ein bisschen ins Pink. Sieht nice aus. Nice. Also diese Farbe von Kati ist richtig schön und Kati hat eindeutig den längeren gezogen. Naja. Grün hat auch was. Sieht so aus, als wäre das irgendwie ein Joghurt, der jetzt ein bisschen schlecht ist. Ich finde, das sieht richtig aus wie richtig klassischer Slime. Ja? So richtiger Slime ist doch so grün. Ja, stimmt, so richtig, richtiger so Slime. So Schnotten oder so. Ja. So, ein bisschen mehr Grün. So, es ist eigentlich fast schon pink jetzt geworden, so das ein pink-lila. Ist eine coole Farbe. Ich mache noch ein bisschen lila doch. Voll die schöne Farbe. Das gibt ein bisschen Brillanz. So, gucken wir mal, was bei mir abgeht, wenn ich jetzt ein bisschen hier dieses dunkle Blau hinzufüge. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Glitterglue dazu in Gelb. Juhu. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur dunkel wird. Richtig dunkel. Lieber hoch. So. Hat was. Also hier ist so, ja. Ich dachte, es wird viel dunkler, aber das tut es eigentlich gar nicht so wirklich. So, jetzt habe ich Gelb und Blau kommt dazu. Sieht nice aus, aber es riecht halt wirklich nach Marzipan. Dann kommt jetzt ein bisschen Rot hinzu. Mal gucken. Ich glaube, das sitzt so fest. Kann ich was anderes haben? Elli. Also von Kati kann ich noch was lernen. Reg dich nicht auf, Elli. Nein. Hier kommt schon was. Ja, hier kommt, glaube ich, gleich was raus. Oh, voll bestimmt an die Kamera. Ich habe Angst. Es explodiert gleich, das Ding. Ja, ein bisschen hast du auf jeden Fall drin. Ja. Leute, habt ihr das gesehen? Das war so ein kleines Pups-Bisschen. Das hat nichts bewirkt. Nichts. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich jetzt rühre. Krass, wie viel Glitzer du hast. Ja. Also habe ich sage und schreibe zwei Farben. Kathi, darf ich denn von dir ein bisschen Glitzer haben? Das ist ja die Challenge. Das ist genau. Das schade ist wirklich, wenn man diesen weißen Kleber benutzt und dann Glitzer dazu macht, dass man das nicht mehr so man stark sieht. Gar nicht, ne? Es wird halt so ein bisschen geschluckt, aber es sieht, wenn man hier vom Nahen guckt, sieht man so ein bisschen blau und rot, aber gelb sieht man gar nicht mehr gerade. Aber ich finde, der ist echt toll geworden von der Farbe. Ja. Jetzt weiter geht's mit dem Kaisernatron und... Bist du schon mit deiner Farbe zufrieden, so? Geht so, ich hab ja nicht mehr. Du kannst ja noch ein bisschen variieren, du könntest ja noch ein bisschen mehr Blau reinmachen vielleicht. Nö. Ich bin zufrieden. Okay, wie würdest du ihn nennen? Slimy. Schnotti. Ich nenne ihn Schnotti. Und wie würdest du deinen nennen? Fliedertraum. Frühlingsfliedertraum. Okay, das passt sehr gut. Das passt, da stimme ich ein. Ja, meins, obwohl Schnotti, ja, so grün ist es ja gar nicht mehr. Eigentlich hat das doch die Wandfarbe von Donny, oder? Ja. Könntest du mal an Donnys Wand dran klatschen? Fast. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Rühren, Baby, rühren. Und gleich kommt noch ein ganz wichtiger Song. Und den werde ich dir heute, Elli, du hast heute die Ehre, mit dem Kaisernatron. Achso. Nicht so gierig. Nein, das macht uns dann ganz schlecht. Oh oh. Oh oh. Das macht den ganz schlecht. Ich werde dir gleich einen neuen Song beibringen, den du wahrscheinlich noch nicht kennst. Okay, Premiere. Ich glaube, der wird richtig cool. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, als ich das und das zusammen gesehen habe. Aber das ist einfach ein richtig schöner, heller Ton geworden. Mhm. Also mir gefällt das mega gut. Würde ich sofort nehmen. Ja. Aber meins, ja, ist auch schön. Das löst sich schon alles ab bei mir.
Und jetzt ist es auch an der Zeit für den nächsten Song. Kneten, oh kneten, 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 kneten. Das ist der Song? Ja. Das ist eigentlich der eigentliche Slime-Song. Ah. Rühren, Baby, rühren. Das ist... Ich finde den Song sehr, sehr einfallsreich, muss ich sagen. Kneten, oh, oh, kneten, 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 kneten. Vielleicht ging der auch immer anders und ich hab's vergessen. Leider klebt der noch ein bisschen. Boah, meiner klebt hier, das klebt der übelste. Ja, du musst doch viel mehr davon reinmachen, Ellie. Kochsalzlösung ist die Lösung. Wow. Das könnte ein neues Slime-Zitat werden. Ja. Finde ich gut, Ellie. Oh, ich habe das Gefühl, Ellie ist sehr talentiert. Oh, danke schön. Die Farbe ist gut und dieses Zitat, Kochsalzlösung ist die Lösung. Da muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Genau. Nice. Ich will auch. Kneten, 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 kneten. Ich bin bald. Und jetzt alle zusammen! Kneten! Kneten! Oh Gott. Kneten, kneten, kneten. Mein Frühlingsfiedertraum. Das fühlt sich halt echt so. Das ist slimig einfach an. Und das ist so kalt, ne? Oh mein Gott. So. Ah, Slime. Also, jetzt ist nur die Frage, welcher Slime jetzt hier schöner ist. Ich meine, das ist natürlich, liegt alles im Auge des Betrachters. Das ist, glaube ich, keine Frage, Ellie. Gemein. Ja. Du hast die schönere Farbe gezogen, vor allem Katja hat genau die Farbe, die ich ja unbedingt wollte. Ja, passend zu meinen Nägeln. Ja. Aber Leute, ihr könnt gerne abstimmen, würde ich sagen, oder? Weil wie heißt das denn ist ja Geschmackssache. Jetzt? Wie heißt denn der jetzt? Also eigentlich hieß du kannst er ja dann auch zum Schnatti, Beispiel, aber ist er nicht mehr. Du könntest den zum Beispiel... Ich habe selber Namen, Kati. Ein Tag in Donnys Studio nennen oder so. Du kannst Donnys Studio... Ich nenne ihn, dann nenne ich ihn einfach Donny. Weil es hat die Wandfarbe von Donny. Mein Schleimer ist Donny, okay? Donny und der frühlingshafte Fliedertraum. Welchen genau. Findet ihr besser? Yes, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Ich habe aber noch eine Idee, Ellie, was wir noch machen können. Mischen. Ja. Was hältst du davon? Oh ja, das finde ich gut. Dann ist es ein frühlingshafter Fliedertraum mit Donny. Genau. Kann man so sagen. So, du kannst sie gerne vermischen. Ja. Und ich werde noch mal kurz ausprobieren, ob der Slime so die typischen Slime-Tests zieht sich. Mhm. Kann man reißen. Und lässt sich gut auseinanderziehen. Ja. Ich würde sagen, ist ein guter Slime. Ja. Hat was, oder? Das sieht irgendwie lecker aus. Das sieht so ein bisschen Galaxy-mäßig aus, voll, ne? Da müssen noch so. Müssen ein bisschen mehr Glitzer noch. Ja. Pupst auch zwischendurch der Slime, ne? Ja. Ein wahrer Slime muss pupsen. Aber hat auch wirklich was, oder? Ich finde den von dir übrigens auch sehr, sehr schön, Ellie. Ich war eben ein bisschen frech, weil du bist ja heute sehr meine frech. Konkurrentin. Ja. Aber der ist nur heute. Nein, natürlich nicht. Wenn es um Slime geht, sind wir heute Konkurrenten. Ja, wir sind Slime-Konkurrenten. Funktioniert das bei deinem eigentlich auch? Oh, ich habe Kaisernatron verschüttet. So, ich mache jetzt auch noch kurz den Slime-Test und dann würde ich sagen, haben wir diese Challenge erfolgreich absolviert. Und würdest du sagen, dass wir Don't Choose the Wrong Box, haben wir die Wrong Box oder the Right Box ausgewählt? Also ich bin ganz zufrieden. Nein, ich bin zufrieden. Ich hätte gern deine Farben gehabt, aber alles gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr Spaß mit uns beim Slime-Mischen hattet. Mhm. Das werden wir beim nächsten Mal nochmal machen und beim nächsten Mal bekomme ich dann die Farbe lila. Genau. Und welche Slime-Zutaten fandet ihr am besten? Was ist eure Lieblingsfarbe? Und wie hättet ihr unsere Slimes genannt? Jetzt, gut, hättet ihr den auch Donny genannt? Hättet ihr den frühlingshaften Fliedertraum genannt? Ich glaube, niemand hätte den Donny genannt. Schreibt es in die Kommentare, wie hättet ihr unsere Slimes genannt? Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye. Tschüss!